Moin, moin, Freunde. Hier ist Kochen und Backen mit Ariel oder Ariels Hausmannskost, wie auch immer. Heute mache ich ein Dressing und zwar, ja, ich würde sagen, so ein bisschen Art türkischer Dressing. Der sollte eigentlich dazu sein, ich hatte am Wochenende gerade für meine so Kinder Pide und Lachmannschuh gemacht. Das ist dieser Dressing hier, der ist sowas genial und deswegen wollte ich ihn euch auf jeden Fall zeigen. Der lohnt sich richtig. Und der soll natürlich mit dem Salat in den Lachmannschuh so schön eingerollt werden. Das schmeckte so genial. Also das kann ich euch immer wieder dann nur empfehlen, diesen Dressing zu machen und dann da die Zwiebeln, Gurken und Tomaten zu und das in den Lachmannschuh mit rein. Das ist einfach nur lecker. Deswegen den schneide ich zwar ein bisschen raus, dann ihr seht da bestimmt auch noch ein paar andere Zutaten, so wie hier jetzt auch mit den Dingern, mit dem Pide hier zum Beispiel und so. Aber die kommen noch alle als extra Film. Das dreht sich jetzt wirklich nur um den richtig guten Dressing, den ich, ja, der ist mir einfach so eingefallen. Ne? Türkisch kann ich nicht sagen. Ich nehme auch noch ein bisschen Ahornsirup dazu und das ist nun wieder kanadisch und sagen wir mal so ein Crossover türkisch tentierender Dressing. Sagen wir das mal so. Aber der ist wirklich sowas von lecker. Lohnt sich. Dann fangen wir mal an mit den Zutaten, die wir dafür brauchen. Und das geht jetzt auf jeden Fall nur um den Dressing. Ne? Auch wenn dann, wie ich eben schon sagte, ein paar andere Bilder noch mit drin sind. Es dreht sich um den Dressing. Der wirklich, also ich persönlich finde ihn so genial, dass man ihn einfach zeigen muss. Das ist meine Meinung dazu. Und wenn ihr das ausprobiert habt, der ist lecker. Beziehungsweise zu dem Dressing, da ist jetzt beides mit gemeint. Auch wenn ich jetzt im Film öfters sag mal den Salat oder sonst was. Es dreht sich hier um den Salatdressing. Und dazu wollen wir natürlich auch Salat haben. In diesem Fall habe ich das für die Lachmannschuhe gemacht. Aber ihr könnt das natürlich auch für jeden anderen Salat, den ihr essen wollt, machen. Und darum spreche ich jetzt den Salat an mit diesem Dressing. Ich habe in der Regel rote Zwiebeln, wenn ich sowas mache. Hier habe ich einen Roma-Salat. Ich kann auch ein Eisbecken nehmen. Tomaten, Gurken, ganz wichtig Petersilie. Ich mache mir eine kleine Marinade aus Granatapfelsirup. Ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Zitrone. Muss ich natürlich nochmal so ein bisschen Zitronensaft. Das ist jetzt zwar nicht türkisch, oder habe ich noch nirgendwo gesehen jedenfalls. Schuss Ahornsirup. Ihr könnt auch Honig nehmen, ganz normal. So, das bisschen durchrühren. Tropfen Wasser. Oder wenn ihr habt, bisschen Brühe. Und jetzt würzen wir das noch so ein bisschen mit Sumak. Sumak ist ein richtig geiles Gewürz. Bisschen Minze. Also so ein Teelöffel. Und dann hier noch ein bisschen Chili. Und dann sollte das eigentlich schon perfekt sein. Ich bin der Meinung, da kann noch ein Schuss Granatapfel und noch ein Schuss Ahornsirup. So, für meinen Geschmack. Schöne Säure, erfrischen. Aber eine Prise Salz kann da noch rein. Und eine Prise Pfeffer. Fangen wir erstmal mit dem Pfeffer an. So ein bisschen Salz. Mit dem Ahornsirup müsst ihr sehen, wenn ihr ganz normalen Honig nehmt, okay. Der ist jetzt super. Der ist richtig gut. So, wir brauchen den für unser Lachmannschuh nachher zum Draufmachen. Und zwar für unsere Zwiebeln, die Gurken. Und die Tomaten mache ich auch noch mit rein. So, dann kommt schon mal ein Stapel Petersilie rein. Aber nicht mehr, den Rest kann sich nachher jeder selber drauf machen. So, und so haben wir einen leckeren Salat mit einer richtigen schönen Marinade. Den lassen wir jetzt auch noch eine Stunde ziehen so. Oder zwei Stunden, dann kommen die Kinder. Und das kommt nachher auf den Lachmannschuh rauf. So, brauche ich den Löffel noch? Nein. So, das Ganze war jetzt eigentlich das Topping für den Lachmannschuh. Aber warum ich den Film gemacht habe, wie ich am Anfang schon sagte, das ist wirklich ein genialer Dressing und den musste ich einfach als Film kurz reinschneiden. Wie gesagt, den Salat dazu und so, das kann man auch jeden Tag so essen. Das ist einfach nur lecker. Also meine Meinung. Und ich glaube, zwei, drei sind dabei, wenn die das machen. Die sehen das genauso. Ja, Freunde, ach ja, gefällt euch mein Kanal, ne? Abonniert den, klickt auf die Glocke, wenn ihr gerne kocht oder backt oder wie auch immer. Und dann kann ich wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen mit diesem, sagen wir mal, türkischen Dressing. So, in der Richtung, ne? Einfach nur lecker, lohnt sich und viel Spaß, wie immer, euer Ariel. Und tschüss!
Thank you.